Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Verblüfft vom Koran. Heute werden wir wieder zwei Verse vergleichen. Der eine ist aus Surat al-Hadid, die 57. Sura, und der zweite aus Surat al-Tagabun, die 64. Sura. In Surat al-Hadid, Vers Nummer 22, sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika ala Allah yasir. Es gibt kein einziges Unheil, das euch trifft in dieser Erde noch in euch selbst, außer es ist bereits in einem Buch, in dem wir es deklariert haben. Das ist sicher einfach für Allah zu tun. In Surat al-Tagabun, im Vers Nummer 11, sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah, wa man yu'min billah yahdi qalbah, wallahu bi kulli shay'in alim. Es gibt kein einziges Urteil, es gibt kein einziges Unheil von irgendeiner Sorte, welches jemals stattfindet, außer mit Allahs Erlaubnis, und wer auch immer an Allah glaubt, Allah wird ihre Herzen recht leiten. Allah ist allwissend über alle Dinge. Das Interessante hier ist, dass in dem ersten Vers, den wir uns angeschaut haben, in Surat al-Hadid, Vers Nummer 22, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er fügt hinzu diesen Aspekt, dass dieses Unheil in der Erde oder auf dem Land und in uns selbst stattfindet, was er in Surat al-Tagabun nicht hinzufügt. In Surat al-Tagabun, sollte man dazu sagen, redet Allah subhanahu wa ta'ala nicht wirklich über viele Aspekte des Glaubens. Es ist sehr, sehr viel weniger ausführlich in dem Aspekt, wobei in Surat al-Hadid es wirklich sehr ausführlich ist und Allah darauf eingeht. Interessant ist, dass in Surat al-Hadid kurz vor diesem Vers, den wir uns angeschaut haben, Vers Nummer 20, Allah subhanahu wa ta'ala Folgendes sagt: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Ihr solltet besser wissen, dass das irdische Leben unter euch nicht mehr ist als ein Spiel und Unterhaltung und Verschönerung und Angeben untereinander und das Teilen dieser Bedürfnisse immer mehr und mehr und mehr zu wollen in Bezug auf Geld und Kinder, wie perfekter Regen, mit dem der Bauer, der seine Samen gesät hat, beeindruckt ist. Dann wächst es und du siehst es vergilblichen, wonach es zu Staub wird und völlig zerstört ist. Das heißt, diese gesamte Parabel wird gemalt und danach in Vers 22 redet Allah subhanahu wa ta'ala über das Unheil, das in dem Land und in uns selbst passiert. Wir sollten die Schönheit wirklich dieser Worte hier schätzen lernen, denn Allah subhanahu wa ta'ala spricht in diesem Vers in Nummer 20, was wir gerade vorgelesen haben oder uns angeschaut haben, redet er über die Dinge, die wir in uns selbst mögen. Also das Geld, die Unterhaltung, das Verschönern, das Angeben untereinander und wirklich das mit dem Besitz ansammeln. Und dann vergleicht er dich und mich mit der Erde oder mit dem Samen, der gepflanzt wird, der durch Regen wächst und malt quasi dieses gesamte Bild. Und dann kurz danach, zwei Verse weiter, sagt er oder vergleicht oder redet über die Erde und das, was in uns selbst an Unheil passiert, nachdem er diese Reflexion in uns angeregt hat. Und subhanallah, wirklich, das ist eigentlich eine wunderbare Aussage und auch wieder ein Beweis für die Eloquenz, also Eloquenz des Korans, wie die Verse und die Themen auch ineinander fließen. Dann Allah regt einen Gedanken an einer Stelle an und dann fängt er ihn wieder auf oder greift er ihn wieder auf kurz danach, um uns dabei zu halten. Und diese Analogie oder so eine Art von Thematik ist in Surat al-Tagabun, wo die Erde und das Unheil in uns selbst nicht erwähnt werden, gar nicht vorhanden. Dadurch wird es auch nicht mit hinzugefügt in der Erde. Subhanallah, in dem Vers meine ich, subhanallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns weiterhin dazu verhelfen, die Schönheit und die majestätischen Eigenschaften seiner Worte wirklich zu schätzen und auch zu begreifen und unsere Herzen und unsere Wesen dadurch erleuchten lassen, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.